Derzeit haben wir in der Region 3 bestätigte Erkrankungsfälle. Wir sind dabei, die ganzen engen Kontaktpersonen abzuarbeiten. Das heißt, da wird eine häusliche Quarantäne angeordnet für 14 Tage. Es muss ein Abstrich zu Beginn und zu Ende der Quarantäne durchgeführt werden. Das sind derzeit ca. 38 Personen, die hier gemanagt werden müssen. Wir gehen davon aus, dass das Virus noch nicht so verbreitet ist hier bei uns in der Region, dass wir das mit einer anhaltenden Ansteckung der Personen zu tun haben. Ein Problem, das wir aber sehen, sind die Rückkehrer aus den Risikogebieten, dazu zählt ja jetzt Südtirol, und insofern haben wir jetzt auch die 3 Fälle bei uns, die hatten sich in Südtirol angesteckt. Insofern fürchten wir auch, dass es zu weiteren Ansteckungsfällen kommen wird von Personen, die dort beim Skifahren waren oder anderweitig ihren Urlaub verbracht haben und in der Folgezeit Symptome entwickeln und dann auch daran erkranken. Ja, wir sehen aufgrund dieser veränderten Lage, also die 3 Fälle, 38 enge Kontaktpersonen, die als ansteckungsverdächtig gelten, und eben dieser Vielzahl an Reiserückkehrern aus Risikogebieten, sehen wir einfach eine erhöhte Gefährdungslage. Und wir haben der Stadt Rosenheim und dem Landratsamt für die beiden Starkbefeste in der Region empfohlen, wirklich haben es auch als notwendig gesehen, die Veranstaltungen abzusagen, einfach weil das Risiko doch jetzt im Vergleich zur letzten Woche doch nochmal deutlich erhöht ist.